Hab ich Ihnen nicht gesagt, Klavier anrühren ist verboten? Hab's nicht berührt. Glauben Sie vielleicht, dass ich's aus Spaß abschließe? Ich hab's nur angeschaut. Und Sie lügen auch noch. Ich bin vielleicht alt, taub bin ich nicht. Ich werde Sie wohl sowieso nicht behalten. Ich rühr's nicht mehr an. Ich schwör's Ihnen, wir schließen es ab und Sie behalten den Schlüssel. Hier, bitte. Tut mir leid, Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Und außerdem haben Sie die Miete nicht gezahlt. Ich bezahle. Ja, sofort ich. Nein, 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 da wäre noch was anderes. Es gibt gar keine elterliche Bürgschaft in Ihren Unterlagen. Und deswegen? Deswegen muss ich 2 Monate Kaution von Ihnen verlangen, zusätzlich zur ersten Miete. Das macht dann 750 Euro. Was? Das können Sie aber nicht alles sofort kriegen. Dann muss ich Sie bitten, das Zimmer zu räumen, und zwar auf der Stelle. Aber ich brauche ja nicht lange. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen behilflich sein und... Tut mir leid, ich brauche keine Hilfe. Da wär vielleicht etwas. Sie könnten mir behilflich sein. Es geht um meinen Sohn und auch um diese Pute. Aber wie haben Sie mich erkannt? Man sagt immer, ich sehe meinem Vater überhaupt nicht ähnlich. Er hat von Ihnen erzählt. Er hat sicher Blödsinn erzählt. Mm-mm. Doch, doch, doch. Er muss dauernd was von sich geben. Sagt er, ich sehe wie ein Arsch aus? Oh nein, nicht wie ein Arsch. Dass ich einen Schaden habe? Wie ein Kretin? Wie ein totaler Volltrottel? Hat er etwa was Nettes gesagt? Oh, was Nettes, nein. Nein, das wäre auch nicht seine Art. Ah ja, genau, jetzt hab ich's. Mein Vater hat bestimmt erzählt, ich sei hässlich, obwohl ich als Kind mal sehr süß war. Ja, genau. Ja, das hat er fast wörtlich gesagt. Alles klar. Und dann haben Sie mich gesehen und gedacht, ach, der sieht doch gar nicht so hässlich aus. Tut mir leid. Schon gut, es ist erfreulich, wenn man weniger hässlich ist, als gesagt wurde. Hat er behauptet, dass ich hässlich sei? Ach, wo nein, er hat gesagt, gewöhnlich. Na super. Und finden Sie das auch? Naja, ich finde Sie normal. Oh. Nein, nein, auf keinen Fall hässlich. In Ihrer Familie weiß man, wie man mit Frauen redet. Hören Sie. Sie haben doch eine Anzeige ins Netz gestellt. Zimmer zur Untermiete. Sie müssen sich geirrt haben. Ihre Bewerbung ist akzeptiert. Hier haben Sie die Hausordnung. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Sie duschen seit 5 Jahren mit kaltem Wasser? Wenn das Wasser kalt ist, duscht man viel schneller. Was Sie nicht sagen. Das heißt, keine Jungs? Nein, niemanden. Sie sind aber sehr gesellig. Ja, man braucht Regeln, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt. Aber wir wären doch nur 2. Das ist aber schon sehr viel für mich. Ah, Sie sind der Sohn von Henri. Sie können mich Paul nennen. Mein Sohn ist ein Idiot. Nein, nein, nein. Ein Crumble wird warm gemacht. Weil er mit einer Idiotin lebt. Haben Sie Angst, dass er Schnupfen bekommt? Wie bitte? Ich habe irgendwann Enkel, die haben den IQ eines Goldfisches. Ich liebe Humor. Ganz besonders, wenn er witzig ist. Er ist bei ihr geblieben, weil er glaubt, dass er nichts Besseres haben kann. Aber... Ich kann doch kein Paar auseinanderbringen. Sie wohnen 3 Monate umsonst. Ich mach's für 6 Monate. Sie sind aber verdammt käuflich. Ich bin vor allem pleite. Paul, was machen Sie denn hier? Ich finde, Männer werden erst ab 40 interessant. Sie mögen Fußball? Na, aber natürlich. Bordeaux's Problem ist, dass wir zu viele Spieler verkauft haben. Genau, die verkaufen jeden und kaufen niemanden ein. Das nervt mich. Du warst in einer Diskothek. Das heißt nicht mehr Diskothek, jetzt wird Club gesagt. No, baby. Haben Sie etwa meine Pantoffeln an Ihren Füßen? Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt. Man hat nur ein Leben, Kosthaus. Ein afrikanisches Sprichwort sagt... Langsam krümmt sich die Banane. Ja.